Ja, Leute, da sind wir wieder. Und jetzt, ich hoffe, jetzt mal, nicht, dass ich keinen Bock mehr hätte, aber das müsste jetzt der dritte, es ist jetzt der dritte Teil auf nach der Kamenka, so wie ich die genannt habe. Mit dabei natürlich der Teamwolf. Hallo Teamwolf. Na, und Hallo Alf, hallo Leute, ja. er ist immer noch nicht weiß geworden. Blass. Ja, Nein, warum auch? eben. Nein, pass auf. Ich hoffe, dass das der letzte Teil sein wird. Weil wir jetzt schon die Zeit ist schon ganz schön weit vorangegangen. Ja, das sind so Scheißdinger. Also ich muss ja sagen, ich habe ja schon mal auf so einen Hochsitz habe ich auch schon mal was gefunden, aber was ist denn los? Guck mal eben. Soll ich dir unter die Arme greifen? Ja, mit 50 Euro. Ich habe eben mal Was? meinen Marker versetzt. Ach so, warum? Ja, weil den ich gesetzt habe, der war ein bisschen verkehrt. Ja, dann hast du mir gesagt, dann sag mir mal Nee, jetzt, wo er jetzt richtig ist. nee, die Richtung ist schon richtig. Da ist alles richtig. Ich habe den nur ein bisschen versetzt. Was hier oben drauf? Ja. Gut. Na gut, dann willst du mir das nicht sagen, dann ist auch gut. Wo bist du jetzt? Weitergelaufen? An dem Turm vorbei hier, an dem Hochsitz. Wo bist du? Am Turm vorbeigelaufen. Ach, da bist du. Dreizehnhundert Meter. Unten. Was denn? 2000. Aha. Ich sag ja, ich habe ein bisschen versetzt, die Richtung ist aber geblieben. Für deine 1300 ist die Richtung geblieben. Ah, Häschen. Diesmal habe ich den Hasen früh genug gesehen. Diesmal hat er mich nicht erschreckt. Hasenfleisch soll gut sein, ne? Das soll eins der besten, das beste Fleisch sein hier drauf. Aber die kannst du nur entweder mit abschießen und so weiter, aber so hier mit der Axt oder so weiter, kriegst du sie nicht. Also mit der Pistole würde ich auch sagen, auch da würdest du schwer haben, die zu kriegen. So, freie Wiese. Okay. Wir sind aber immer noch alleine, ne? Ja, ich habe gerade Ja. geguckt. Aber ich sag mal so, rechne damit, dass wir hier drauf gehen, ne? Warum? Ach so, wegen den Bots oder was? Bots, ja. Naja, weißt du, wenn wir so ein bisschen Action dann nochmal haben zum Schluss, das wäre ja nicht Ja, verkehrt. da, die werden wir noch kriegen. Aber der Xanido, der hat hier den ganzen Turm, hat der da platt gemacht, ey. Die Mauer. Das so aus, ey. Ich in Kamenka gespornt, hinten an der Brücke da, weißt du, wo die beiden Brücken da sind. Da bin ich gespornt und laufe Richtung Kamenka. Und wo ich dann in Kamenka war, wollte ich zur Fire Station und so, da höre ich, und er hat sich kaputt gelacht. Ich sage, was ist? Da sagt er, ich habe die Mauer gesprengt. Na gut, da hat er irgendwas dabei gehabt oder wie? Ja, hat er was gefunden und hat das in die Luft gesprengt. C4, glaube ich, oder was? Ich weiß es nicht. Und dann kam ich da an, habe mir das angeguckt. Die ganze Mauer, die ganze Ding. Aber du konntest da nicht drüber klettern. Das war blöd. Über den Schutt konntest du nicht drüber.
Ja, das ist blöd. Aber dafür konnte ich durch das Tor laufen. Der hat die alle niedergemacht da. Was für eine Taste war das nochmal, damit da oben diese Anzeige kurz kommt? Einfügen. Über dem Steuerkreuz. Ja, ja. Pfeil hoch, runter, links, rechts. 3.700. Hab ich auch. 117 Zombies. Naja, du bist ja unser Zombie-Killer. Ich habe 25. Und davon habe ich 20 Headshots gemacht. Ja, was man so Headshot nennt, ne? Ja, doch, ich versuche schon bei den Zombies auf den Kopf, weil wenn er die in Brust oder sowas schießt, dann fallen die auch nicht um gleich. Ach, ich habe für Schusswaffen nichts über. Bin mehr der Nahkampfspezialist. Einen erschlagen habe ich aber auch schon. Doktor hat er sich genannt. Doktor. Mit der Axt. In Edeka drin. Der kam an, schießt auf mich. Und ich schlag. Und er schießt nochmal. Und ich schlag nochmal. Und dann lag er auf dem Boden. Und dann habe ich den ganz fertig gemacht. Hab mich verbunden und war gut. Hast du das Ding überlebt? Ich habe es überlebt, ja. Ja. Das ist doch schön. Also hat der Doktor mit dem Doktor Hakin ab Bekanntschaft gemacht. Richtig. So, wir müssten gleich da sein. Ich muss mich aber jetzt erstmal selber orientieren. Aber lass uns erstmal weiterlaufen. Hier gleich rechts unten irgendwo Kamenka haben. Könnte das Meer da hinten sein? Siehst du da? Ja, guck mal hier geradeaus, wo wie ich stehe. Da ist die Burg. Ah ja. Ja. Habe ich genau getroffen. Du bist schon klasse. Mein Pfeil zeigt genau da drauf. Du bist klasse. Siehst du das, wie die Burg da schimmert? Sieht ja nicht schlecht aus, ne? Einen viereckigen Turm hat's auch. Was war da? Einen viereckigen Turm hat's auch. Zwei. Na, der andere könnte rund sein. Oh, nee. Wir waren auch schon da. Ach so. Aufpassen auf einen. Da, wo du hoch kannst, ne? Ist ja ein Turm, da kannst du gar nicht, kommst du gar nicht hoch, und in den anderen kommst du hoch, bis ganz nach oben. Da hocken Sniper, ne? So, und wenn wir da sind. Also Bots, ne? Ja, ja. Spieler sind keine drauf, ne? Nein, eben nicht. Gut. Nein. Gut. Erschreck dich nicht, da drüben ist wieder ein Hase, ne? Deckung! Na gut, Leute. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt noch mal ein bisschen Action gibt. Schießen die wegen uns? Ja. Das bedeutet, die haben uns schon entdeckt, oder was? Ja, sicher.
So, essen und trinken, damit wir gestärkt sind. Für den Tod gewappnet oder wie war das? Ja, ich lege mal eben meinen Doktor ab. So. Das ist natürlich blöd, dass die uns jetzt schon entdeckt haben, ne? Aber ist egal. Gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo der Sniper ist. Beweg dich so wenig wie möglich jetzt, ne? Ich gebe dir schon ein Zeichen, wenn losgeht. Ich muss jetzt erstmal die Lage peilen. Und dann ist es am besten, wenn das einer alleine macht. Weil wir müssen ja nicht beide zusammen drauf gehen. Ne, weil die können schießen, die können schießen. Ich mach mich mal hinterm Baum. Ja, was jetzt natürlich blöd ist, meine Waffe bringt mir hier gar nichts, also muss ich so. Gut, ich gehe, wie gesagt, erstmal die Lage peilen. Da hat ein Sniper geschossen, hast du gehört? Aber der hat nicht in die Richtung hier geschossen. Nee. Aber trotzdem. Ich guck mal, pass auf. Du siehst ja, dass da Licht flackert, ne? Und ich versuch mal. Der Sniper, der geht mir auf den Geist. Und ich kann mit meiner Waffe so mit dran zoomen und so weiter nichts machen, weil es dunkel ist. Ich mache da das Licht vom Fass aus. Also ich versuche es jedenfalls, damit er etwas dunkler ist. Dann wäre nett, wenn du mir dann immer so zwischendurch mal immer sagen könntest, ob. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ob einer auf dem Server ist, ne? Weil die können sich ja da ausgelockt haben. Oder hier am Rand oder was, ne? Und dann stehe ich mir ja doof da. Ja, ist gut, danke. Aber im Moment ist halt nur wir beide. Es ist Ja. natürlich ganz schön hell da oben. Ja, jetzt muss, ja, deswegen will ich das Feuer ausmachen. Also ich sag dir Bescheid, wenn. Sieht man den dann richtig? Ja, ich sehe hier welche rum, also so aufgeregt hin und her laufen. Sind das Zombies oder Bots? Das sind Bots. Zombies sind auch drinnen, ne? Mal aufpassen. So, jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt muss ich gucken, da oben ist nämlich der. Ah, ne, bin ich weg. Gut, ich bin vom Sniper. Ah, der Sniper kann mich nicht mehr erwischen. Gut. Ich sehe mich nur noch die eine ganz kleine, jetzt sehe ich gar keine Ecke mehr. So, also der Sniper kann mich nicht erwischen. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ist der in einem Turm drinne, oder was? Der ist oben, ja. Der ist oben und der schießt runter. Aber der hat, da haben wir selber ausprobiert, der hat, im Prinzip hat er auch einen blöden Winkel. So, warte mal, oh, kannst du mich sehen? Ich hab dich eben mal sehen können, aber im Ja. Moment. Ja, warte, ich mach mal hier, damit das nicht so grell ist, mache ich mal das Licht aus. Also, aber da muss ich einmal so rum und so rum. Du, wir müssen noch eine Folge dranhängen, hilft nur alles nichts.
sage erstmal im Gebüsch und in Deckung, sage ich erstmal Tschüss, bis gleich. Tschüss.